Wir werden immer wieder gefragt, warum es nicht möglich ist, einen bestehenden Artikel aus dem Artikelstamm zu löschen. Ist eine natürlich eine gute und berechtigte Frage, die sehr leicht zu beantworten ist. Unser Gesetzgeber hat gewisse Grundsätze Softwarehäusern aufgetragen, zum Beispiel GDPDU oder Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und so weiter und so fort, digitale Aufbewahrung. Das bedeutet im Klartext, eine Software muss die Richtlinien unseres Gesetzgebers unterstützen, damit Sie oder natürlich auch wir keine Probleme bekommen. Und das macht WabiProfi 3. WabiProfi 3 bewahrt Artikel so lange auf, bis Sie sagen, jetzt habe ich eine Prüfung gehabt und der Prüfer hat gesagt, jetzt darf ich alles löschen bis zum Jahr XY. So. Und im Klartext bedeutet es, wenn ich jetzt auf einen Artikel gehe und sage löschen, sagt WabiProfi 3, hey, das geht ja gar nicht, ist ja Bestand da. Okay, also wir wissen, wenn Bestand da ist, geht's nicht. Also machen wir einfach einen Artikel mal ohne Bestand. Jetzt habe ich einfach mal einen Testartikel hier, diesen 333, angelegt. Wenn ich jetzt auf löschen gehe, sagt WabiProfi 3, aha, willst du den löschen? Dann kann ich hier sagen, ja, den will ich löschen. Und dann sagt er, soll ich ihn unwiderruflich löschen? Das bedeutet, dann ist er endgültig weg, dann kann ich immer noch sagen, ja. Das, was jetzt passiert ist, WabiProfi 3 hat diesen Artikel bei den gelöschten Artikeln nicht eingetragen, sondern hat ihn gleich aus der Datenbank zum Löschen markiert. Also das heißt, er hat ihn jetzt mit Rot markiert. Rot bedeutet immer löschen. Wenn wir nun die Reorganisation durchführen, Datenpflege, Reorganisation, werden alle Datensätze, die zum Löschen markiert sind, also die unproblematisch gelöscht werden können, nun aus der Datenbank entfernt. Nun ist in unserem Artikelstamm dieser Testartikel weg. Das ist jetzt die eine Variante. Das heißt, wenn wir einen Artikel ohne Bewegung haben, dann können wir ihn ohne Probleme unwiderruflich aus der Datenbank entfernen. Wenn wir uns diesen Testartikel einfach in der Gegenüberstellung ansehen, sehen wir, dass wir hier Bewegungen haben. Wir haben Eingangsbewegungen und wir haben Abgangsbewegungen. Das heißt, wir haben hier einen Artikel von dem mit Bar verkauft und wir haben 10 Stück bekommen. Im Klartext, wenn ich jetzt sage, hier löschen, sagt er, geht nicht, weil es ist ja Bestand da. Okay, machen wir ein anderes Szenario. Wir sagen Selbstlöschung. Setzen das Ganze hier auf 0, jetzt wird es nämlich interessant, und sagen Speichern. WabiProfi sagt, okay, manuelle Bestandsänderung nicht möglich, benutze bitte die Abschreibung, und das machen wir auch. Und wir sagen hier, ich nehme jetzt irgendeinen Grund, ich habe den Artikel hier 9-mal, und ich sage jetzt übernehmen. Das heißt, diesen Testartikel habe ich jetzt 9-mal abgeschrieben. Wir haben nun als aktuellen Bestand 0. Wenn ich jetzt sage löschen, sagt WabiProfi 3, hey, willst du den Datensatz wirklich löschen? Dann sage ich ja. Und dann sagt er aber, ich kann das nicht tun, weil es liegen ja noch Verkäufe vor, es liegen Wareneingänge vor und es liegen auch Abschreibungen vor. Das heißt, ein bedenkenloses Löschen, ohne dass das Finanzamt das abgesegnet hat, ist an dieser Stelle nicht möglich. Mag zwar augenscheinlich etwas lästig am Anfang erscheinen, aber es gibt Ihnen einfach die Sicherheit, damit, wenn Sie die Software sauber und ordnungsgemäß benutzen, hier auch Sie sauber und ordnungsgemäße Abläufe haben, die wirklich auch sicher sind. Was nun allerdings passiert, ist folgendes. WabiProfi 3 prüft beim nächsten Start, ob es Artikel gibt, deren Bestand 0 ist und die eine Selbstlöschungsklausel haben. Ist es der Fall, wird dieser Testartikel beim nächsten Start unter den gelöschten Datensätzen angezeigt und den haben wir jetzt auch schon hier. Ne? Er sagt, aha, dieser Artikel, haben Sie gesagt, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr nachbestellen, deswegen ist Selbstlöschung eigentlich da und dann ist er auch hier herin. Das heißt, wird hier bei den Aktiven ausgeblendet, so damit die Liste natürlich langfristig nicht total unüberschaubar wird und ellenlang wird, sondern dass die Liste wirklich für Sie noch pflegbar ist. Ja, und das war es eigentlich schon mit dem Löschen.